Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie Sie Musik aufnehmen, die Sie über das Autoradio, den CD, DVD-Player, das Musikcenter oder andere Wiedergabegeräte wiedergeben können. Die Aufnahmemethode hängt von der Audio-Wiedergabe ab, von welchen Laufwerken und Audiodateien welche Formate Ihr Gerät unterstützt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um den vom Gerät unterstützten Laufwerktyp zu bestimmen, sind keine zusätzlichen Kenntnisse erforderlich. Jeder kann zwischen einem Steckplatz zum Abspielen von Disk, einem Anschluss für einen USB-Stick oder eine SD-Speicherkarte unterscheiden. Für die Aufzeichnung von MP3-Dateien auf einem USB-Stick oder einer SD-Speicherkarte reicht es aus, einfach eine Verbindung zu einem Computer herzustellen und auf den USB-Stick oder eine Speicherkarte von den Computerdateien in meinem beliebigen Ordner kopieren. Die Namen der Musikdaten werden am besten in englischer Buchstaben geschrieben. Radiorekorder lesen häufig nicht das kyrillische Alphabet und zeigen solche Namen mit Kyrilljabs an. Das Einzige, was Sie beachten sollen, wenn Sie Musik auf einen USB-Stick oder eine Speicherkarte aufnehmen, ist die Lautstärke und das Dateisystemformat. Einige Rekorder reproduzieren daher keine Wechselspeichermedien mit einer Kapazität von mehr als 4 oder 8 GB. Wichtig ist auch das Format oder Dateisystem des Mediums. Das am besten geeignete Format für einen USB-Stick oder eine Speicherkarte für das Autoradio ist FAT32. So checken Sie es aus. Schließen Sie das Medium an den Computer an und klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. Wählen Sie Eigenschaften und in der Zeile Dateisystem wird das Format angegeben. Zum Ändern formatieren Sie einfach das USB-Stick in FAT32. Einzelheiten zur Vorgehensweise und zur Vorgehensweise, wenn das USB-Stick nicht mit Autoradio, Fernseher, TVS, Set-Top-Box, Kamera und DVD kompatibel ist, finden Sie in unserem anderen Video. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Zum Aufnehmen von Musik oder Videos auf einer CD oder DVD öffnen Sie diesen Computer und klicken Sie auf das optische Laufwerk. Der in Windows integrierte Assistent zum Brennen von Disk wird gestartet. Wählen Sie mit CD-DVD-Player weiter. Der Disk wird als normaler Ordner geöffnet. Ziehen Sie Dateien von Ihrem Computer in den Ordner und legen Sie sie dort ab. Wie in jedem anderen Ordner wählen Sie dann das Menü Disk-Tool and Recording. In dem sich öffnenden Fenster können Sie den Namen der Disk und die Aufnahmegeschwindigkeit ändern. Dann klicken wir auf Weiter. Stellen Sie im nächsten Fenster das Aufnahmeformat ein. Audio, CD oder Datendisk. Wenn Ihr Radio oder ein anderes Gerät das MP3-Format von Musik liest, kann das Aufnahmeformat Datendisk ausgewählt werden. Wenn die Wiedergabe von MP3-Dateien oder anderen aufnehmbaren Musikformaten von Ihrem Gerät nicht unterstützt wird und nur Audio-CDs unterstützt werden, müssen Sie eine Audio-CD aufnehmen. Audio-CD brennen nur auf CD-Medien. Ich werde später genau darauf eingehen. Ich wähle Datadisk, danach beginnt der Schreibvorgang auf die Festplatte. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Fertig. Der Disk ist bespielt und kann wiedergegeben werden. Jetzt möchte ich zu den Musikdiskformaten zurückkehren. Die oben beschriebene Aufnahmemethode ist hauptsächlich für Audiogeräte relevant, die die Wiedergabe von MP3-Musik unterstützen, von CD- oder DVD-Medien.
Es gibt jedoch Geräte, die nur für Wiedergabe von Musik im Audioformat unterstützen. Je nach Art des wiedergegebenen Mediums CD oder DVD wird dieses Musikformat als Audio-CD bzw. DVD-Audio bezeichnet. Die beste Möglichkeit, das vom Gerät unterstützte Audio-Wiedergabeformat zu bestimmen, besteht darin, die entsprechenden Anweisungen zu lesen. Aber normalerweise ist es nicht da. Zu diesem Zweck weisen Gerätehersteller in allgemein anerkannte Kennzeichen für unterstützte Audio- oder Videoformat zu. Achten Sie daher auf die Symbole auf Ihrem Radio. Wenn es MP3 unterstützt, sieht das Symbol folgendermaßen aus: CDs, DVD-Disc, Audio-CD-Format, DVD-Audio-Format, DVD-Video-Format. Eine Audio-CD kann, wie bereits beschrieben, mit dem in Windows integrierten Tool nur durch Auswahl des Aufnahmeformats der Audio-CD aufgenommen werden. Infolgedessen sieht eine im Audio-CD-Format aufgenommene Disk folgendermaßen aus. Die Dateinamen werden geändert und die Dateierweiterungen werden zu CDA. Auf einer Audio-CD können Sie nicht mehr als 80 Minuten Ton aufnehmen, jedoch in einer viel höheren, unkomprimierten Tonqualität als MP3. Daher ist es sinnvoll, Musik mit nicht komprimierten FLAC- oder WAV-Dateien auf eine Audio-CD zu brennen. Mit MP3 ist das aber möglich. Übrigens können Sie diese Dateien nicht einfach von einer Audio-Disk kopieren und auf einem Computer abspielen, ohne eine Disk einzulegen. Diese Dateien enthalten nur Informationen zum Tracks, nicht jedoch die Daten selbst. Was tun, wenn im Gegenteil Musik von einer Audio-CD auf einen Computer oder einen USB-Stick kopiert werden muss? Dies kann mit Anwendungen von Drittanbietern erfolgen. Zum Beispiel das kostenlose Shampoo Burning Studio Free. Ein Link zur Programmseite befindet sich in der Beschreibung. Also, wir machen folgende Schritte. Legen Sie eine Audio-CD in Ihren Computer ein und starten Sie Shampoo Burning Studio. Wählen Sie Musik Audio-CD Rippen. Das Programm überprüft die Audio-CD. Wählen Sie im nächsten Fenster die Spuren aus, die Sie konvertieren möchten. Sie können alle oder einige Titel auswählen. Wenn es keine Titelnamen wie meine gibt, um den gewünschten Titel auszuwählen, können Sie ihn abspielen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Weiter. Geben Sie im nächsten Fenster den Ordner an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen. Speichern Sie das Format und konfigurieren Sie den Codec. Ändern Sie die Bitrate und Häufigkeit der konvertierten Dateien. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Konvertieren geklickt haben, wird der Vorgang gestartet. Anschließend werde ich die angegebenen Dateien in den ausgewählten Ordner konvertiert. Sie können jetzt auf einem PC abgehört oder auf einem USB-Stick abgelegt werden. Eine DVD-Audio-Disk kann nicht mit einem in Windows integrierten Tool gebrannt werden. Dies erfordert eine Drittanbieteranwendung. Die Auswahl solcher Anwendungen ist nicht so groß. Meistens werden sie bezahlt, aber es gibt zum Beispiel das Programm Audio DVD Creator, mit dem Sie die Testversion 30 Tage live kostenlos nutzen können. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung. Es gibt Optionen, wenn Sie möchten, können Sie im Internet suchen. So erstellen Sie eine DVD Audio Disk. Starten Sie Audio DVD Creator und wählen Sie ein neues Projekt. Audio DVD erstellen. Geben Sie im nächsten Fenster dem Projekt einen Namen, legen Sie das Audioformat und das Thema fest. Ich werde alles als Standard belassen. Achten Sie besonders auf den Fernsehmodus. Es gibt zwei davon: NTSC USA, Canada, Japan und PAL Europa, der Rest. Es gibt drei Hauptfarbwiedergabeformate auf der Welt: PAL für Europa, SECAM, Länder der ehemaligen UdSSR, NTSC, USA, Japan und so weiter. Bei manchen Autos werden DVDs nur mit NTSC aufgenommen. In der Regel handelt es sich um ein amerikanisches oder japanisches Auto. Bei europäischen Autos kann es sich nur um den PAL-Modus handeln. Wenn Sie einen DVD in nicht dem entsprechenden Modus brennen, wird sie nicht abgespielt.
Dies gilt jedoch nur für DVD-Audio und DVD-Videodiscs. Denken Sie dran. Dann klicken wir auf Weiter. Fügen Sie im nächsten Fenster Dateien zum Drehen von Audio-DVDs hinzu. Sie können entweder eine vorhandene Audio-CD oder nur Musikdateien von der Festplatte des Computers hinzufügen. Wählen Sie einen Ordner und Dateien aus oder fügen Sie den gesamten Ordner hinzu. Okay, weiter, weiter. Wählen Sie, ob Sie Musik auf Festplatte oder Festdisk aufnehmen möchten und klicken Sie auf Weiterleiten. Infolgedessen sieht die im Audio-DVD-Format aufgenommene Disk folgendermaßen aus. Wenn es im Gegenteil erforderlich ist, Musik von Audio-DVD auf einen Computer oder einen USB-Stick in MP3 umzuformatieren, kann dies auch mit Anwendungen von Drittanbietern erfolgen. Zum Beispiel Movavi-Converter, den ich bereits in einem der vorherigen Videos beschrieben habe, wie man FLAC, AVI, MKV, XVID, WMW, 3GP, VLV-Dateien auf iPhone, iPad oder iOS abspielt. Links zum Video und zur Programmseite finden Sie in der Beschreibung. Also gehen wir weiter. Legen Sie eine Audio-DVD in den Computer ein und starten Sie Movavi Converter. Wählen Sie Dateien hinzufügen, DVD hinzufügen und geben Sie den Pfad dazu an. Eine Liste der Titel wird im Hauptprogrammfenster angezeigt. Gehen Sie nun zur Registerkarte Audio und wählen Sie das Format aus, indem Sie unsere Audio-DVD speichern möchten. Geben Sie einen Ordner zum Speichern von Dateien an und drücken Sie Start. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Start geklickt haben, wird der Vorgang gestartet. Anschließend wird die Audio-DVD in den ausgewählten Ordner konvertiert. Ich möchte auch ein paar Worte zum Hören von Musik im Autoradio, Musikcenter oder anderen Wiedergabegeräten von einem Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät sagen. Heutzutage gibt es verschiedene Möglichkeiten, Musik aus dem Speicher des Smartphones über das Autoradio oder andere Wiedergabegeräte zu hören. In diesem Fall spielen das Lautsprechersystem und das Radio selbst die Rolle eines einfachen Verstärkers. Es reicht aus, Ihr Smartphone daran anzuschließen, in dessen Speicher Ihre Tracks bereits aufgezeichnet sind. Je nach Design und Modifikation des Radios ist eine der Möglichkeiten zum Anschließen eines Smartphones oder Tablets geeignet. Über AUX. Das Anschließen des Telefons über AUX-Anschlüsse erfordert keine zusätzliche Einstellung des Autoradios oder anderer Wiedergabegeräte. Es reicht aus, beide Geräte mit einem AUX-Kabel, Audiokabel, zu verbinden. In diesem Fall verbinden wir das Telefon über die Kopfhörerbuchse und das Radio über den AUX-Eingang, der sich normalerweise an der Vorderseite des Receivers befindet. Über USB in ähnlicher Weise verbinden wir das Telefon mit dem Radio und über ein USB-Kabel. Der einzige Unterschied besteht in den Anschlüssen. In diesem Fall erfolgt die Verbindung über USB-Eingänge. Beachten Sie jedoch, dass nicht jedes Radio mit USB-Eingang diese Verbindung unterstützt. Über Bluetooth. Das Verbinden eines Smartphones mit einem Autoradio über Bluetooth ist komplizierter als eine Kabelverbindung. Um Ihr drahtloses Netzwerk einzurichten, aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten und suchen Sie dann auf Ihrem Mobiltelefon nach dem Netzwerk. Nachdem Ihr Modell in der Liste der erkannten Geräte angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung her. Egal wie erfahren Sie sind, es ist dennoch ratsam, Anweisungen von Ihrem Radio zu erhalten. Dies hilft beim Einrichten einer komplexen Bluetooth-Verbindung, wenn Ihr Radio diese Funktion unterstützt. Videos zum Herunterladen und Anhören von Musik auf Android- oder iOS-Geräten, Smartphones oder Tablets befinden sich bereits auf unserem Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung. Das ist alles. Wenn Ihnen dieses Video nützlich war, abonnieren Sie den Kanal, stellen Sie die Fragen in den Kommentaren und wie immer Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.